Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Das letzte Mal haben wir aufgehört. Also wir sehen, wir sind da schon auf unserem Weg quer durch Russland, obwohl es gibt da doch einiges noch an russischen Truppen, an guten russischen Truppen. Und etwas Glück. Jetzt muss dann noch von der Mongolei oder so jemanden angegriffen. Ich glaube, die hätten sogar einen Kriegsgrund. Yep. Mongolei wäre natürlich cool, wenn die angreifen würden. Die Mandschurei hat auch einen Kriegsgrund. China hat einen Kriegsgrund. Ja, die haben alle einen Kriegsgrund. Tibet nicht. Xinjiang auch nicht. Jo. Also, wie schon gesagt, wäre schon irgendwie nett, wenn Russland noch von jemandem angegriffen werden würde. Ich bin nämlich das letzte Mal drauf gekommen, dass Italien da ein bisschen ein Problem hat. Da sind nämlich ziemlich viele englische Truppen in Italien. Ich hoffe, der Italiener wird die los und stirbt nicht aus irgendeinem Grund. Das wäre nämlich gar nicht gut. Ja, und wie bin ich drauf gekommen? Ich bin tatsächlich durch die Kriege drauf gekommen, weil wir haben da ein minus 0,6 durch Besetzung des Angreifers. Und ich habe das echt lange nicht gefunden, wo der Angreifer besetzt. Und tatsächlich geht es hier um Savona im Piemont. Das von den Briten besetzt, das passt. So viele Punkte bringt wie die ganzen Besetzungen, die wir machen. Spricht nicht unbedingt für uns, beziehungsweise für die Gebiete, die wir besetzt haben. Naja, egal. Machen wir auf jeden Fall weiter. Schlecht. Gut. So, du bleibst jetzt mal stehen für eine Weile. Oh, da sind ja noch ein paar britische Soldaten, die wir angreifen können. Ja, im Übrigen habe ich auch unser Schiff geschickt. Oh, das sind 23.000 Australier, die wir erledigen können. Unsere Schiffe sollen da mal, ja, also Kotra, und vielleicht können wir den Suezkanal erobern. Ich würde ganz gerne nämlich, wie schon gesagt, den Italienern helfen. Weil mir scheint so, als könnten sie da. Achso, das sind nochmal 160.000 Italiener, Museos. Okay, vielleicht brauchen sie doch keine Hilfe.
ausgezeichnet. Tunen gewonnen. Auf nach die Katharinenburg. Sabatul gewonnen. Inze gewonnen. So, ein Teil von euch geht nach Stavropol. Slavgorod? Nein, nicht nach Slavgorod. Danaul. Das sind 36.000 Russen. Die gehen nach Kokshetau. Das ist etwas, was ich schon erobert habe. Ausgezeichnet. Dann jetzt die ganzen Engländer gekillt. Jetzt gehen wir mal da hier und killen ein paar Australier. Okay. Ist auch okay. Spricht dagegen Pinzer zu belagern? Eigentlich nichts, nehme ich mal an. Ah, spricht was dagegen? Wir könnten noch da runter gehen und in Voronezh diese 6000 Leute erledigen. Ausgezeichnet. Und dann geht es nach Pinza jetzt. Auf den, glaube ich, jetzt noch keiner hin ist. Und hier geht es daher. Nizhny Novgorod. Und wir bewegen uns immer weiter Richtung St. Petersburg. Irgendwann einmal werden sie schon auseinanderbrechen. Irgendwann einmal werden wir schon irgendwelche Gebiete erobern, die vital sind für sie. So, schauen wir mal, wie geht's den Italienern hier? Sehr gut, sehr gut. Nicht so gut. Zumindest die Wohner dürften sie sich zurückholen. Aber dafür verlieren sie da 9000 Leute oder 10.000 oder was weiß ich nicht, wie viele. Nicht gut, gefällt mir nicht. Ach ja, stimmt, ich sollte meine Produktion wieder ankurbeln ein wenig. Wie gut ist dann, braucht das natürlich nicht. Naja, vielleicht wieder. Moment, geht auch gut. Und vielleicht sollten wir uns vor allem um die Gebiete kümmern, wo wir zu wenig Sachen haben, zu wenig, wie sagt man, zu wenig Fabriken haben. Nicht einfach irgendwo. Gujarat. Das machen wir doch glatt so. Rajputan, ne? Immerhin. Man hat schon fast 2000 Facharbeiterin. Ich bedenke, dass wir es übernommen haben mit genau einer Bevölkerung.
Das ist noch immer nicht gebaut. Mist. Job wird auch nicht ausgebaut. Im Sint bauen wir auch die Glasmanufaktur weiter aus. Südbengalen hat irre viele Leute. Die sollten mehr bauen. Ach geh. Ich mache da noch rein. Irgendwas, was immer gut geht. Nervenfabrik vielleicht. Die Vereinten Provinzen haben schon 303.000 Arbeitslose. Irre. Ich muss auf jeden Fall mehr Fabriken bauen. Aber mehr als die ganze Zeit Fabriken zu bauen geht nicht. Ein bisschen ein Problem. Okay. Nach Kasan. So, das sind 2000 Mann. Mit denen werden wir ja wohl fertig werden, oder? Wo sind die anderen hin? Das sind 39.000. Ja, verstehe. Das sind nur 2000, also 3000 Speer eigentlich. Na dann. Wieso sind unsere Schiffe so langsam? Wo sind die überhaupt? Da. Auf jeden Fall sind sie langsamer als viele von den Truppen allein für die Belagerung brauchen. Nach Tomsk. Auf, woanders, da steht dann eben nicht in Asow. Müssen ihm ja nicht unbedingt helfen, seine Belagerungen zu gewinnen. Das kann man schon alleine schaffen. Mittlerweile ist das so zur Routine geworden,
sich schon richtig wegbüßle währenddessen. Was natürlich irgendwie blöd ist. 15. Juni und dann sind wir dort am 12. Juni ausgezeichnet. Und da haben wir ein paar erwischt. So, ausgezeichnet. Fahren wir fort. Wir haben die Sachen erobert, die wir erobern wollten. Na, der Krieg war schnell zu Ende. Und Indien schaut immer mehr nach Indien aus und weniger nach Großbritannien. So, als nächstes holen wir uns Assam. Es sind noch drei Gebiete, die direkt unter britischer Kontrolle sind, die uns gehören. Nämlich Assam, Travancore und dieser britische Teil von Gujarat. Und dann gibt es noch die indirekten, diese hier. Aber wie wir die alle kriegen wollen, das weiß ich echt nicht. Ich weiß nur, durch diesen Krieg haben wir wiederum ein Stück mehr Indien dazugekriegt. Und das Problem ist, wir können nur noch in drei Kriegen quasi diese Gebiete erobern. Weil nach dem letzten Krieg ist dann jede britische Provinz in unserer Hand, ja. Ist nicht gut, nicht gut. Der nächste Krieg muss wieder so sein wie der letzte, wie das eine Mal, wo wir einen Verbündeten von Großbritannien angegriffen haben, was uns dann in einen Krieg geführt hat, ohne diese Staaten, weil dadurch könnten wir rein theoretisch die Marionettenstaaten freischlagen. Wenn es nämlich keine. Ich meine, wir haben jetzt natürlich all ihre Armeen gekillt und mit etwas Glück gibt es wieder Revolutionen. So, du gehst einmal nach daher. Ausgezeichnet. Das gehört schon immer mehr. Stützpunkt 4. Boah. Nicht schlecht. So, jetzt gehen wir mal bei der Bevölkerung rein und überlegen uns. Die Vereinigten Provinzen haben eh so viele Facharbeiter bereits. Da wollen wir den Fokus entfernen. Und dafür in Zentralindien Bürokraten fördern. Na, da sind wir fast durch. Immerhin 580.000 Leute in Ceylon, die wir dazugekriegt haben. Mysore ist gleich hier, noch einmal mit 900.000. Das heißt, insgesamt haben wir etwa 1,4 Millionen Menschen, also arbeitende Menschen, und das sind insgesamt vielleicht 2 Millionen Menschen insgesamt. Nein, mehr müssen es sein, weil die ganzen Frauen arbeiten zu diesem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht. Schauen wir mal. Sind wir schon bei 200 Millionen? Nein, noch lange nicht. Ich glaube, wir sollten 200 Millionen erreichen, wenn wir ganz Indien haben. Fehlen uns ja nur noch 11,1 bis 2 Millionen. Aber so viel sind es natürlich auch wieder nicht, was wir da jetzt kriegen. So, schauen wir mal. Hat Mysore schon Fabriken? Nein.
Missouri hat aber schon. Wie kann das sein? Na gut, schauen wir mal. Zunächst einmal auf die Region. Da ist Missouri. Diese viele Gebiete. Scharfe Seide, Früchte. Naja, dann machen wir doch glatt Wein, unter anderem. Früchte für Stoffe gegen keine Schafe, oder? Nö. Gut, werden wir aber trotzdem machen. Glas. Ich habe gesagt, das so, ja. Luxuskleider. Und eine normale Kleiderfabrik. Wenn wir sie finden. So, machen wir mal die hier. Danach schauen wir weiter. Gut, jetzt müssen wir die ganzen Leute zurückholen. Das machen wir am besten wieder, indem wir eine Armee nach der anderen ansprechen und sie dorthin bringen, wo sie hingehören. Diese Armee gehört hierher. Die Armee bringen wir hierher. Das nach Balk. Ups, dich hätte ich fast vergessen. Tukai geht nach Pur. Du gehst nach. So, das sind der Armee. Jetzt geht's nach Djibouti. Was ist das, die 9. und die 10. Armee? Gut, was ist mit der 3. Armee? Du gehst nicht daher. So, 10. Armee haben wir schon. Gehen wir gleich daher. Fünfte. Du gehst daher. 12. Ist daher. 13. Armee. Kutter. 14. bleibt stehen. 16. Daher. 17. Hm.
Tommy, wo gehst du hin? Verdammt, das ist ermüdend. So, also die 15. Armee, nein, die 8. Armee war das. Genau, die 19. Armee. Ja, du gehst daher, das passt schon. Und 18. Armee ist ein Panzer. Du gehst einmal daher und schaust mal, wo du unterkommst. Du musst noch zumindest ein oder zwei Gebiete geben, wo sowas drinnen ist. Schaut das jetzt mit diesen beiden Kriegen aus? Ja, die sind wahrscheinlicher, dass sie die gewinnen können. Vor allem mit den Unmengen an britischen Truppen. Was ich eh schade finde. In Wirklichkeit hätte ich mir schon gewünscht, dass der Schweden und auch das Osmanische Reich gewinnen. Gut, wir schauen mal, was passiert. Und für sich würde ich ganz gerne bis 1921 warten, weil dann kann Deutschland in den Krieg mit eingreifen. Deutschland wäre auf jeden Fall ein besserer Verbündeter als Italien. Okay. Ist okay. Wie ist Gasen überhaupt? Aber das bist du. Du nicht. Ah, nach Hurgard fehlt noch eins. Dann gehen wir doch glatt nach Lahore. Okay, wir haben die Schichtarbeit. Ah, wir können mehr hier bauen. Und da können wir auch fertig machen. Wir haben zuerst die moderne Divisionsstruktur. Die bringt ganz viele, ganz tolle Boni. Vielleicht sollten die in Afrika auch, nein, in Afrika auch zwei Panzer bauen. Warte mal. Ja, ist wurscht. Und wir in Afrika tatsächlich. Ah ja, Chipotle-See. Ist eh der Sammelpunkt für sowas.
Aber, jetzt wieder. Also okay. Da wir runtergehen, damit wir die Geschützrohre alle kaufen können. Es gibt auf dem Weltmarkt nur 5. Das heißt, wir gehen da auf 40% zurück. Und da auf 70%. Wir brauchen Geschützrohre. So, die Steuern setzen wir wieder weiter zurück. Ah, okay. Das neue Heer. Ja, während ihr nicht da wart, habe ich noch ein Heer in Auftrag gegeben. Vorreiterpartei. Oder noch mehr kommunistische Rebellen. Als ob wir nicht eh schon genug von denen hätten. Aha. Sehr schön. Gut, wir haben schon die 30 Minuten. Ja, da haben wir schon wieder Reaktionäre. Mit etwas Glück kümmern sich die um dieses Gebiet und wir können es einnehmen. Mit etwas Glück brauche ich gar nicht mehr so viele Kriege führen mit ihm. Nachdem ihnen ja auch keiner mehr helfen kann, weil Großbritannien vollkommen zerstört ist durch mich. Ich frage mich gerade, haben wir Großbritannien schon überholt? Nein. Industrie sind sie einfach viel, viel stärker noch als wir. Obwohl, wir haben aufgeholt. Wir haben schon 3000 Punkte und sie haben nur 3400. Das heißt, ich hoffe, bis zum Ende des Spiels habe ich sie bei den Großmächten überholt. Na bitte, 26% bereits. Mit etwas Glück schaffen es die sogar. 720, nicht mehr weit über 1000. Die Osmanen werden, glaube ich, eher ein Problem kriegen. Ich fürchte, die werden das nicht zurückerobern. Sie haben zwar hier einen großen Vorteil und auch hier haben sie einiges besetzt, aber irgendwie hier haben sie besetzt, aber irgendwo haben sie auch was verloren. Ich weiß nur nicht genau wo. Komisch das. Werden die besetzt?
Naja, egal. Für heute werden wir das sowieso nicht mehr beenden, weil wir werden für heute Schluss machen. Ich bin eh schon ziemlich müde. So gesehen passt das schon. Weil ich jetzt abdrehe. Vielleicht werde ich noch eine zweite Armee in Auftrag geben jetzt dann. Auf jeden Fall euch wünsche ich eine schöne gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.